So, da wären wir wieder. Ja, an ambush. Curse them. Die haben übrigens ein super Timing gehabt. Ist euch das aufgefallen? Wir haben gerade unten das Höhlensystem freigebuddelt, dass wir davon da angegriffen werden können, damit endlich wir mal die Falle hier austesten können. Und keinen Monat später kommt die erste Goblin-Invasion. Gut, dass wir die Elfen nicht verärgert haben, sonst hätten wir es richtig Ärger. Aber gut, ich wollte in dieser Folge zuallererst alle meine Zivilisten in den Bunker schicken. Der Bunker wäre hier oben. Ich überprüfe nochmal ganz kurz den Barrow. Barrow war mit W. Bunker und der ganze Raum hier ist definiert. Das heißt, unsere Zwerge haben hier Essen, haben Trinken und können sich austauschen während dieser schwierigen Zeit. Und wir sollten unbedingt da noch Floor Hatches draufpacken. Also diese Falltüren. Und die dann abschließen in so einem Fall. Das könnte auch noch helfen. Aber das müssen wir später machen. Jetzt müssen wir erstmal Militär. A für Alerts. Und das hier auf aktiv. Und der Bunker ist immer noch ausgewählt. So, Escape. Und jetzt dürften alle Zwerge in den Bunker laufen. Beziehungsweise sie dürfen keine Aufgaben mehr annehmen, die außerhalb des Bunkers liegen. Und wenn sie keine Aufgaben haben, laufen sie zum Bunker. Das ist ein feiner Unterschied, habe ich gerade im Forum gelesen. Wie da jemand total frustriert war, dass ein Zwerg immer aus dem designierten Barrow rausgelaufen ist, mitten in die Goblin-Invasion rein. Aber das werden wir hoffentlich nicht haben. So, wo war die Invasion überhaupt? Hier war die. Dann drücke ich jetzt ein paar Mal Punkt und gucke, was passiert. Das war nicht Punkt, das war Leertaste. Warum blinkt der Wagen da so komisch? Vielleicht, weil er auf dem Hügel ist? Und der Wagen hat... Den Wagen kann ich mit V ansteuern und er hat Wunden? Wie geil. Man kann bei dem Wagen die einzelnen Räder abhacken und so weiter. Das ist doch mal cool gemacht. Aber gut. Die Händler laufen vor den Goblins weg. Das hier sind aber Menschen-Hammerkämpfer, Menschen-Pikenier, Menschen-Bogenschütze. Das müssten die doch eigentlich schaffen. Lass mal ein bisschen laufen. Oh, da gibt's Tote. Wir haben Dasut Azubuts. Ist das jetzt ein Goblin? Ja, wahrscheinlich. Der hat eine Kupferbrustplatte. Dann ist hier das ganze Blut von ihm. Hier ist Artuk Azuruks rechte Hand. Hier haben wir unsere Pikiniere. Die sind alle nicht verwundet. Also der nicht, der nicht, der nicht. Und dafür der Goblin richtig. Also ja, die Kämpfer von der Karawane der Menschen sind sehr gut ausgebildet anscheinend. Wenn die keinen Kratzer abkriegen und trotzdem die Goblins so zerstückeln können. Jetzt ist nur die Frage, ob die Händler zu viel abbekommen haben. Er hat gar nichts abbekommen und sein Lasttier, oh, hat das rechte hintere Pfote verletzt bekommen. Aber anscheinend wurden sie nicht zu sehr verletzt, denn wenn sie verletzt werden, die Händler ziehen die einfach ab. Das heißt, wir können ja keinen Handel treiben in dieser Jahreszeit, was recht nervig wäre. Aber gut, die Zwerge, unsere Zwerge sind teilweise noch in ihren Zimmern und schlafen. Also der Alarm ist wohl keine Glocke, der alle aufweckt. Wir dürften nach und nach da hochlaufen. Was ist mit unserem Militär? Die sind inaktiv. Das ist nicht gut. Aktiv. Move. Erstmal dahin, das soll reichen. Wir wollen ja gucken, ob da noch irgendwas durch die Fallen durchkommt. Und die sind auch alle sehr schnell da. Ah, das ist eine super Änderung. Also früher in D20 hat es teilweise einen Monat gedauert, bis die Leute alle ihr Zeug beisammen hatten. Und da war die Invasion schon vorbei. Und der erste Händler flieht in unsere Sicherheit. Sehr schön. Das heißt, wir können hier schon mal sagen, Broker bitte her. Und die ganzen Kinkel jetzt hinterher bringen. Das kann natürlich zurzeit noch keiner machen. Aber ich werde den Alarm gleich aufheben. Denn wie es scheint, sind die Goblins alle tot. Oder zumindest die Händler sind jetzt auf dem Weg hier hin. Drücke ich einfach mal U. Andere. Oh, ganz viele andere. Okay, das sind alles Händler. Das sind ja richtig viele Händler. Das sind Gefangene von uns. Wir haben jetzt 4, 5 Goblins. Und noch Peregrin-Falken. Aber es scheint so, als wenn keine Goblins mehr am Leben wären. Schön, schön. Dann heben wir doch den Alarm auf. M,
Ah. Inaktiv. So, kommen jetzt alle wieder runter. Jo. Und bringen alle schön zum Depot. Ja, für eine erste Invasion lief das sehr gut. Wir mussten keinen Finger krumm machen und haben 4 Gefangene gemacht. Oh, und die haben jetzt schon 5 Karawanen dabei. Also 5 so eine Wagen. Das ist doch mal sehr, sehr schön. Da können wir gleich ganz viel tauschen. Oh, und ich muss unbedingt noch ein bisschen anderes Zeug loswerden. Und zwar Select. Da. Alles, was nicht Granit ist, wird jetzt auch vertauscht. Chat. Chat. So, was hatten wir noch? Wir hatten noch Tables und... Ah, wirklich viel ist das nicht. Ah, machen wir das auch nochmal fix. Chat, chat, chat. Oh, das sind doch ganz schön viele. Aber sind die jetzt schon verbaut oder warum tauchen die hier alle auf? Auf dem Stockpile waren nicht so viele. Hm. Ah, gut, wird alles wegsortiert. Oh, die könnten unten unserer Müllpresse sein. Kommando zurück. Wir wollen das da unten nicht zerstören. DBC. So. Weil ich will möglichst viel Zeug zum Tauschen haben. Denn wenn die 5 Wagenladungen voll Kram dabei haben, dann muss das ordentlich was sein. Vor allem ordentlich was, was schwer ist. Also vielleicht richtig viel Holz oder ganz viele Stahlbarren. Das hätte was. So, sonst nix. Ich muss immer schön ein Auge auf unser F2 haben, auf unseren Höhleneingang hier unten. Das da ist immer noch nicht aufgebaut. Suspended. Weil die Spinnenweben im Weg sind? Das könnt ihr mich jetzt nicht ernsthaft erzählen, oder? Hm. Aber gut, der Rest ist abgesichert. Das heißt, nur von da und da können Gegner kommen. Und die Tür ist schon da, umso besser. Die Tür wird gleich abgeschlossen. OL. Apropos OL. Wenn wir jetzt L, wir haben jetzt einmal L gedrückt. Das heißt, die Tür ist verboten. Wenn wir jetzt nochmal L drücken, würden wir es wieder erlauben. Das brauchte ich jetzt nur als so Gedankenanschub, denn bei unserem Equipment haben wir jetzt hier stehen M Partial Matches. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wir jetzt Partial Matches haben oder ob wir erst, wenn wir M haben, Partial Matches haben. Ich lass mal Partial Matches so stehen und guck mir gleich die Soldaten einfach mal an. So, aber das Wichtigste zuerst war, wo läufst du jetzt hin? Construct Building. Ah, er baut die letzte Mauer. Das ist sehr schön. Und er hier mit der Schubkarre holt wohl die Goldbarren. Das ist auch erlaubt. So, alle Händler sind da. Girogon ist auch da. Können wir tauschen? Ja, können wir. Goldbarren haben sie dabei. Ja, nee, du. Lass mal stecken. Davon haben wir genug. Black Bronze. Das klingt gut. Bronze allgemein auch. Wir nehmen einfach alles an Barren mit. Auch wenn wir es nicht direkt brauchen für Waffen, können wir es vielleicht für irgendwelche anderen Sachen benutzen, um irgendwelche Zweige glücklich zu machen. Platin. Oh, das ist schön was wert. So, die ganzen Türen. Also der ganze Krimskrams, den ich jetzt eigentlich zerstören wollte, ist jetzt schon über 1000 Zwergendollar wert. Das läppert sich doch. So, hier haben wir jetzt noch ganz viel teure Sachen oder teurere Sachen, die wir letztes Mal übergelassen haben, die können wir gleich mit vertauschen. Diesmal sind es ja auch Menschen und keine Elfen. Da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir irgendwie aus Versehen den Krieg anzetteln. So, da ist wieder Billigkram. Kommt auch alles weg. So, was habt ihr denn noch Schönes? Das nehmen wir auch noch mit. Edelsteine. Nee. Also theoretisch sollten wir später auch alle Edelsteine mindestens einmal haben, um halt die Zwerge glücklich zu machen. Vor allem die wichtigen Noble-Zwerge. Aber das kann noch ein bisschen warten. Jetzt haben wir noch Blöcke hier. Oh, die Blöcke nehme ich, glaube ich, alle mal. Ich bin jetzt zwiegespalten. Eigentlich hätte ich gerne alle Blöcke. Auch genau aus dem gleichen Grund, dass man damit die Zwerge glücklich machen kann, wenn man irgendeinen Gegenstand aus den Blöcken in ihrem Zimmer aufstellt. Aber
ich glaube, aus den Blöcken kann man gar nicht Mason-Sachen herstellen, sondern nur Wände und Boden. Also lassen wir das mal. Außer die haben Granitblöcke, aber das wäre ein bisschen albern, die zu kaufen. Hm? Oh, Glas. Glas haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Und das sollten wir auf jeden Fall haben, falls irgendeiner von unseren Besessenen mal irgendwas aus Glas herstellen möchte. So ein Glas-Langschwert oder so. Die sind aber nur in Morrowind gut. So, das heißt, wir nehmen das ganze Glas einfach mal mit. Lehm. Lehm. Nö. Können wir selber abbauen. Ja, ich bin wirklich in Käuferlaune. Flaschen. Oh, Eisensachen zum Einschmelzen. Das ist doch gut. Bronze, Eisen, Bronze, Kupfer. Noch mehr Kupfer. Dann müssen wir auch gleich unbedingt mal gucken, was unsere Kohlevorräte machen. Damit wir das ganze Zeug auch einschmelzen können. Und dann aus den Kupfersachen die ganzen Fallen bauen. Also diese riesigen Metallscheiben und Korkenzieher und was es da alles für komische Fallenteile gibt. Also wo man dann 10 Stück in eine Falle bauen kann. So, Tiere können wir jetzt auch wiederholen, denn wir packen sie einfach oben alle in unseren Pasture. Obwohl, wir sollten erstmal gucken, ob das funktioniert mit dem Grasen auf dem Stockpile. Weil so eine Goblin-Leiche kann das Gras doch ein bisschen eklig werden lassen. Hm? Aber die leeren Käfige können alle mit. Die sind nämlich aus Metall. So. Ein Mahagoni-Fass lassen wir uns auch nicht entgehen. Alkohol. Alkohol haben wir eigentlich jede Menge. Aber da wir schon mal menschlichen Alkohol gekauft haben, hat irgendeiner unserer Zwerge bestimmt inzwischen Appetit dafür entwickelt. Das heißt, wir sollten das auch aufkaufen. Und kostet ja nichts. Hm? So, Oak Barrel auch, das auch. Erdbeerwein, na, das erinnert mich wieder an das Gnomenspiel. Prickleberry Wein, das ist mir zu teuer. So, jetzt kommt das interessante Zeug, nämlich die Waffen. Die Rüstung hier leider nicht, die sind zu groß für uns. Aber die Waffen. Eine Picke nehmen wir noch mit. Bronze Whip, die ist auch schön billig. Bronze Battle Axe. Ah, unsere Stahl Battle Axe wird da besser sein. Die nehmen wir auch noch mit. Die auch. Copper Pick. Schilder bräuchten wir noch, oder? Ich glaube, wir hatten zwar für jeden einen, aber das waren teilweise nicht so gute. Jetzt kommen die ganzen großen Sachen, die können wir gar nicht gebrauchen. Da springe ich gleich mal rüber. Hier haben wir jetzt ein Bronzeschild, Kupferschild, Eisenschild. Stahl haben die gar nicht. Ich glaube, nur die Zwerge haben Stahl. Sind ja auch rein vom RP her die besseren Schmiede. Und vielleicht haben die auch in dieser Welt als einzige das Rezept für Eisen, für Stahl. Die können auch mal eingeschmolzen werden. Aber so ein Eisen- oder Bronzenschild will ich nicht. Dann benutze ich lieber einen von unseren Stahlbarren, um noch ein, zwei Schilde herzustellen. So, den ganzen kleinen Kran nehmen wir noch mit. Wie viel haben wir jetzt? Wir sind jetzt ungefähr bei 50%. Das heißt, wir könnten jetzt schon so tauschen. Gucken wir mal, ob die noch irgendwas haben. Eigentlich haben die ja meistens noch sehr viel Essen dabei. Und wo fängt das an? Prickleberry Seeds? Nein. Oh, Sand. Roter Sand, schwarzer Sand. Kann ja nicht schaden. Ich will hier alles mindestens einmal haben, falls irgendjemand durchdreht. So, Leder. Stoff. Leder. Stoff. So, jetzt haben wir genug Stoff. Jetzt nehme ich nur noch die ganzen Leder mit. Das ganze Leder mit. So, dich und dich und dich. Es ist komisch, dass das Leder so günstig ist. Ich meine, wie oft trifft man auf eine Giraffe? Das müsste doch eigentlich ein Luxusartikel sein. Oder Leder von einem Manta-Rochen. Also, da könnten sie an den Preisen noch ein bisschen schrauben. Ich weiß noch, früher in D20, da hatte jemand Fallen gebaut, um Meerjungfrauen einzufangen und deren Knochen weiter zu verarbeiten, weil die so viel wert waren.
Das war auch interessant. Dann gab es da irgendwelche Diskussionen, wie man da am besten Meerjungfrauen einfängt. Ein Fort, das direkt am Meer andockt und dann unter Wasser Fallen gebaut, wo die dann reinschwimmen können und dann da eingefangen. Und es war einfach nur Hammer. So, die können wir auch alle einschmelzen. Und oh, wir brauchen jede Menge mehr Zeug auf unserer Seite. Aber ja, allein, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man mehr Jungfrauen einfangen kann in einem Computerspiel, das finde ich schon genial. Weil man kann halt so viel machen und seiner Fantasie vollkommen freien Lauf lassen, solange man einigermaßen skrupellos ist, denn das Spiel ist teilweise ja recht komisch. Aber ja, eine Krücke lassen wir mal. Granit kann alles weg. So, jetzt sind wir schon wieder über unsere 50%. Können wir noch ein paar Armbosse einstecken und hier geht das Essen los. So, jetzt muss ich mich abändern von einmal runter, einmal Enter zu einmal runter, zweimal Enter. Und das wird jetzt auch eine ganze Ecke dauern. Hm? So, zack, 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 zack. Ich guck mal ganz kurz. Boah, das ist richtig, richtig viel Essen. Das mache ich mal ganz kurz off-camera. Bis gleich.